niemand erwischt! Verdammt nochmal, wo willst du hin? Sollen die dich jetzt umlegen? Lass mich loslassen! Behaltet alles gut im Auge! Sie dürfen nicht entkommen, habt ihr mich verstanden? Lass mich los! In Ordnung, steh auf! Lass mich los! Ich will hier raus! Sheriff, ich bin hier, um mir die Frau zu holen, also gib sie raus! Tu, was dir Montana sagt und sei nicht so habgierig! Zurück, Männer, geht in Deckung. Hier ist es sicher. Rühr dich nicht von der Stelle. Verstanden? Geht da drüben in Deckung. Los, schnell! Schnell, schnell, schnell! Los, greift an! Ich hab dir doch gesagt, dass ich nur die Frau haben will. Wenn es sein muss, werde ich auch dafür bezahlen. Ich habe schon viele Dollar an Carlos Amendaris bezahlt. Verstehst du? Ich habe ein bisschen geschmiert. Und jetzt will ich haben, wofür ich bezahlt habe. Weißt du was, dir fehlt Montana ein bisschen Vertrauen, dann bekommst du auch, was du verdienst. Vamos, muchachos. Montana muss dem Sheriff eine Lektion erteilen. Wo steckst du, Bastard? Wunderschöne Lady. Die schönste aller Frauen. Du bist so wundervoll. Geh schon. Wo hat sich denn das Schwein versteckt? Es steckt hier oben. Musst du mich jetzt einlochen, Sheriff? Das wäre zu einfach, Montana. Außerdem müsste ich nachher das ganze Gefängnis entlausen, wenn ich dich da drin behalten würde. Dann sag mir, was du vorhast. Ich werde dich beerdigen. Weil ich dich nämlich umlege. Du und deine Bande, ihr habt meine Schwester ermordet. Meine kleine Schwester Deborah. Spann die Pferde an und hol das, was ich dir aufgeschrieben habe. Geht in Ordnung, Boss. Ja.
Komm, komm. Da kommt jemand, Boss. Das sind die Agenten der Eisenbahngesellschaft. Ich gehe rein und sage Mr. Epperfer Bescheid. Morgen, Miss Deborah. Die Männer von der Eisenbahngesellschaft sind hier. Oh, dann schicken Sie sie bitte gleich rein, Tom. Bitte schön. Nehmen Sie Platz, Gentlemen. Danke sehr. Ich danke Ihnen. Also, ich höre, Mr. Drummond. Gemäß unserer Vereinbarung, Madam, habe ich das Vertragsexemplar und das Bargeld bei mir. Bezüglich des anderen Grundstücks bin ich noch nicht so weit. Ich erwarte noch meinen Bruder Jeff. Er ist Kriegsgefangener im Norden. Aber sobald der Krieg vorbei ist, wird er nach Hause zurückkehren. Gut, dann schieben wir es auf. Ich nehme an, dass unsere Gesellschaft Ihnen gerne eine Fristverlängerung von 2 Monaten gewähren wird. In der Zwischenzeit wird Ihr Bruder wohl zurück sein. Hier habe ich auch die Bestätigung von der Bank. Wie Sie wissen, werden am heutigen Tage 150.000 Dollar fällig. Das ist ein Scheck über 50.000 Dollar. Die Restsumme haben wir in Bar mitgebracht. So, Madam. Damit hätten wir erfüllt. Bitte prüfen Sie es nach. Der Scheck über 50.000 und hier 100.000 in bar, wie es der Vertrag bestimmt. Hey, Jerome, was machst du denn noch hier? Du solltest doch längst in der Stadt sein. Ich hab die Liste gesucht, aber jetzt fahre ich los. Hauptsache, du hast deinen Kopf dabei. Hey, Jerome, dass man dich mal bei der Arbeit erlebt. Carlos, mein Freund. Also, wenn man dich so ansieht, wäre es besser gewesen, du wärst bei uns geblieben. Komm, lass uns einen Drink nehmen. Aber nur, wenn ich ihn ausgeben darf. Heute machen wir einen drauf. Wir wollen was zu trinken, ein bisschen schnell. Na, Süße, komm, setz dich zu uns. Ah, lass mich zufrieden. Bring doch eine Runde. Das macht $3. $3, hört ihr das an? Na, ihr traut mir wohl nicht. Carlos, weißt du was?
Ich weiß, wo ein Vermögen liegt. Wo stecken die Jungs im Augenblick? Sag erst mal, worum es sich handelt. Ein Haufen Bargeld. Dazu noch jede Menge Gold. Eins lass dir sagen, Jerome. Wenn das eine Falle ist, dann werden wir dir den Hals umdrehen. Ich lüge nicht. Miss Deborah hat ihre Hacienda verkauft. Ich habe das Gold gesehen. Es war unheimlich viel. Ist gut, Jerome. Und ich will einen gerechten Anteil haben, Carlos, ja, ist ja wenn ich gut. das mit euch durchziehe. Ist gut. Du sollst deinen Anteil bekommen, aber nur, wenn es sich für uns alle lohnt. Sind es immer noch dieselben Jungs? Ja. Montana, Colton und Clift. Sie sind alle pleite und immer durstig. Es ist keine Zeit zum Witze machen. Ich bestehe auf meinen Anteil. Keine verfluchten Tricks. Und wie viel gibt es da zu holen? Wenn es 10.000 Dollar für jeden Finger an deiner schmutzigen Hand sind, Amigo, dann sind wir selbstverständlich im Geschäft. Seien Sie vorsichtig mit dem Spinett, Tommy. Es hat schon meiner Großmutter gehört. Es ist ein Erbstück. Selbstverständlich, Madam. Wo ist denn Jerome, dieser Faulenzer? Ich nehme an, dass er noch in der Stadt ist. Sie können schon mal losreiten. Ich will das nur zur Bank bringen, denn ich trage nicht gern so viel Geld mit mir rum. Ich sehe Sie dann später. Wo sind die Satteltaschen? Hier. Gib her. Ist das etwa alles? Jerome, da muss noch mehr sein. Das ist doch nicht alles. Ich sage euch, Männer, wir müssen dieses verdammte Weibsstück suchen. Da ist sie! Kommt, wir lassen das Gold hier. Colton, du bleibst hier und wirst es bewachen.
Vorwärts, Männer! Hier ist sie nicht. Da oben. Los, hinterher. Muchachos, sie muss sich hier irgendwo versteckt haben. Wehe, wenn ich sie zu fassen kriege. Da ist ja unsere Schöne. Es wird dir nichts passieren, wenn du uns erzählst, wo der Rest von dem Gold ist. Das bisschen, was wir gefunden haben, kann doch nicht für alle reichen, ne? Fahr zur Hölle! Ganz schön starrsinnig, die schöne Lady. Dann müssen wir sie eben dazu zwingen, uns zu sagen, wo das Gold ist. Sie wird es uns sagen. Sie wird reden. Das ist deine Aufgabe. Wir haben nicht viel Zeit, Jerome. Wir müssen noch über die Grenze. Lass mich los! Lass mich los! Ah, schöne Lady, wir wollen noch ein bisschen Spaß haben, bevor du uns verrätst, wo das Gold ist. Lass mich los, ihr sollt mich gehen lassen, ihr Schweine. Na los. Oh, du Bastard, geh runter von mir! Lass mich hier! Hier, nimm mal. Wird Zeit, dass ich auch rankomme. Hör auf damit!
zum Teufel hat denn der Maulesel hier zu suchen? Solange er dich nicht beißt, würde ich mich nicht aufregen. Vielleicht will er von dir rasiert werden und eine hübsche Frisur haben. Und als Bezahlung kackt er dir in den Laden. Was ist denn mit dem los? Sieht aus, als wenn der Junge einen mächtig dicken Schädel hat. Und ein bisschen Wasser für ihn. Gehört der Maulesel zu ihm oder gehört er zu dem Maulesel? Er kann eine Abkühlung brauchen. Wenn ich die ganze Nacht gesoffen habe, dann habe ich den Kopf gleich nicht durch die Tür kommen. Hier. Ah. Danke, vielen Dank. Und nochmal danke. Das war genau, was ich gebraucht habe. Ja. Siehst du, Manolito? Wir haben nette Menschen getroffen. Und gleich sorge ich für dein leibliches Wohl, okay? Der Bursche ist verrückt, er ist in seinen Maulesel verknallt. Bei meiner Frau wäre das kein Wunder. Guten Morgen, Amigo. Ich schneide dir die Haare und rasiere dich für ein $0.25. Du kriegst 5 Cent Rabatt. Hört sich nicht schlecht an. Aber erst muss ich mich um einen kleinen Manolito kümmern. Vielleicht komme ich darauf zurück. Wiedersehen. Wir nehmen hier keine Kadaver an. Vielleicht geben sie dir beim Schlachthof was für ihn. Vielleicht bringe ich dich zum Schlachthof. An deinem dicken Ohr ist eine Menge dran. Ich will, dass mein kleiner Manolito gefüttert wird und dass du ihn anständig behandelst. Du gibst ihm das beste Fressen und das frischste Wasser, klar? Ich werde im Voraus bezahlen und das mit dem Schlachthof möchte ich nicht nochmal in seiner Anwesenheit hören. Geht in Ordnung. Ja. Arbeit. Ist ein hübscher Esel. Endlich treffe ich dich, mein Junge. Tommy. Ich habe deinen Brief erhalten. Sag, was ist mit meiner Schwester Deborah? Sie ist brutal ermordet worden. Sie musste Schreckliches über sich ergehen lassen. Warte, ich muss dir etwas zeigen. Mit diesem Poncho hier hat man ihren Leichnam zugedeckt. Sag mir ihren Namen. Colton, Clift, Carlos und Jerome. Wer ist ihr Anführer? Dieser Montana. Montana. Dieser verfluchte Mexikaner und Jerome, der für uns gearbeitet hat. Wo sind diese Schweine? Nach dem Mord haben sie sich getrennt. Sie sollen aber jetzt wieder zusammen sein. Wir werden sie finden. Das dürfte nicht einfach sein. Erstmal müssen wir wissen, wo sie sich aufhalten. Vielleicht sind sie in den Bergen oder in den Wäldern. Es wird unmöglich sein, sie zu finden. Wir werden sie finden, Chef. Ich werde mich umhorchen und dann schnappen wir sie uns.
wachsen einem Haare auf der Brust. Versuch ein Stück. Los rüber da. Beweg dich. Interessant, interessant. Sieht ganz hübsch aus, die Kleine. Sie macht's bestimmt auch ganz gut. Nicht wahr, Raphael? Glaubst du, dass dein Leben mehr wert ist als das Leben einer Hure? Verräter! Du kennst doch unsere Gesetze. Bei uns wird alles mit allen geteilt. Auch die Frauen. Und wer das Gesetz nicht achtet, muss sterben. Aber du hast nur deinem eigenen Verlangen gehorcht. Du hast deine Gefühle vor die Wünsche meiner Männer gestellt. Vier unserer besten Leute waren 3 Tage unterwegs, um dich zu fangen. Das gefällt mir gar nicht, Raphael. Dann bring mich doch einfach um, dann hast du den Ärger hinter dir. Du brauchst ihn nicht darum zu bitten, darauf kommt er selber. Hey Männer, kommt mal mit, ich habe eine großartige Idee. Nein, hört auf! Lass ihn in Ruhe! Lass mich los! Überhaupt nichts los. Ich rate jetzt in die Stadt. Okay. Bis dann. Was ist passiert? Wo sind die anderen? Hey, Paco ist wieder da. Fernando ist erschossen worden. Er hat sich mit einem Fremden gestritten. Mit einem Mann, der gesagt hat, er würde nach ihnen suchen. Weißt du, wer das ist? Nein, Senor. Tut mir leid, der Kerl muss ganz schön sauer auf Sie sein. Der hat losgelegt wie ein Verrückter. Verdammt doch mal, warum weißt du nicht, wer das ist? Du nimmst dir ein paar Männer und reitest in die Stadt. Ich will wissen, wie dieser Kerl heißt. Wenn ihr ihn lebend hier anschleppt, bekommt ihr eine Prämie von mir. Und schickt mir Colton zurück. Eine Menge Männer sind schon für weniger gestorben als für einen so blöden Scherz. Ich wette, dass euch Montana schickt. Ihr könnt diesem verfluchten Hurensohn eine Nachricht nicht von hier bringen. Los, gib den Gürtel ab. Hast du was von Hurensohn gesagt? Was will diese kleine Ratte von mir? Was mit der Sprache? Deinen Kopf will ich haben. Hm. Und ich kriege ihn. Hey, Gringo, erstmal verrätst du mir, was los ist. Sonst mache ich kurzen Prozess mit dir. An deiner Stelle würde ich mich nicht so aufblasen, Junge.
Halt das. Hey, Dicker! Bring uns mal was zu trinken. Senor Montana, er hat letzte Nacht meinen ganzen Laden in Stücke gehauen. Du bist ein verdammtes Schwein. Er hat dafür bezahlt. Er hat den ganzen Schaden bezahlt. Es waren 200 Dollar. So, so, das ist anständig. Typisch Gentleman. Erst haut er den Laden in Stücke und dann zahlt er. 200 Dollar. Gibst du mir bitte die 200? Gracias, amigo. Auf Wiedersehen. Jetzt werden wir mal die Gangart wechseln. Ringo, ich erweise dir eine große Ehre, indem ich dich hierher bringe. Und ich verspreche dir, solange du am Leben bleibst, wird man dich gut unterhalten. Und jetzt stelle ich dir eine große Anzahl kleiner, aber tatkräftiger Freunde von mir vor. Du wolltest mich also umlegen. Wann hast du dir das bloß ausgedacht? Wie kann man nur so verrückt sein? Du kannst dich sonnen. Ich gehe so lange essen, ja? Sei unbesorgt, meine kleinen Freunde kümmern sich um dich. Möchte jemand mit ihm tauschen? Gewöhnlich teilen wir alles miteinander, aber heute können wir drauf verzichten. Wir teilen nur die angenehmen Sachen. Zum Beispiel die Frauen. Paco, du bleibst bei ihm. Später schicke ich Colton zur Ablösung. Adios, amigo. Adios. Adios. Vorwärts, Männer. Los. Kleinen Wiesler sind so richtig nett, wenn sie beißen, amigo. Am schönsten ist es, wenn der Schweiß in die Wunden läuft. Wenn du mich los, ja? Bitte tu mir den Gefallen. Ich halte das nicht länger aus. Hör zu, ich gebe dir die 150.000 Dollar. Du hast Montana wütend gemacht. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Tu mir den Gefallen. Ich verlange ja nicht viel von dir. 150.000 sind eine Menge. Ja, das ist eine Menge Geld, Gringo. Ich lass dich frei und wir beide reiten los und holen es. Aber ohne faule Tricks. Okay. Oh!
Mach's gut, schönes Weib. Ihr habt Deborah auf dem Gewissen! Jeff, ich weiß, wo wir Cliff finden können. Gut, reiten wir weiter. Aber sei vorsichtig, der Kerl schießt verdammt schnell. Trinken? Ein Whisky. Für mich auch. Das da drüben ist er. Hat er denn auch eine Pistole bei sich? Kannst dich drauf verlassen. Also? Zwei Karten. Hier, drei. Für mich eine. 300 zur Eröffnung. Hier sind sie. Geht ihr mit? Also, ich würde gerne aussteigen. Das geht aber nicht, Mr. Watson. Ich muss erst darauf bestehen, dass Sie einen Blick auf mein prächtiges Blatt werfen. Es ist außergewöhnlich und schlägt alles. Es fehlen noch immer 100 Dollar, Mr. Watson. Aber ich habe sie gebracht. 100 Dollar, wenn ich bitten darf. Hier. Möchte jemand einsteigen? Wo sind denn die Männer, die Mut haben? Ist denn niemand da, der das Glück auf die Probe stellen will? Alle Leute mit Geld akzeptiere ich sehr gern. Ich würde einsteigen.
bist sicher fremd hier und bist kein Gentleman, wie man sieht. An unserem Tisch ist der Einsatz mindestens 50 Dollar. Kannst du dir das überhaupt leisten? Und ich habe 4 Asse. Du willst mich doch nicht etwa betrügen, Fremder. Sag deinen Männern, dass sie sich raushalten sollen. Ich danke Ihnen, Gentlemen. Die Angelegenheit regeln wir allein. Na los. Das Trinkgeld ist für Sie. Hört her. Wenn jemand mit mir spielen will, dann soll er nach draußen kommen. Männer zusammen und geh mit ihnen raus auf die Straße. Ich will den Fremden haben und seinen komischen Freund. In Ordnung. Los. Lift, komm endlich raus. Du hast doch gesagt, dass du gern um hohe Einsätze spielst. Langt dir das Leben meiner Schwester Deborah oder ist das zu wenig? Einer deiner Männer hat gerade einen Fehler gemacht. Carlos in Green Valley finden. Schönen Dank, Tommy. Bis später. Hey, mein Pferd hat ein Hufeisen verloren. Könntest du es neu beschlagen? Mal sehen.
Ganz ruhig. Ah ja, ich sehe schon. Mach ich. Sag mal, Johnny, ist die Trense schon fertig? Nein, Montes, ich sagte übermorgen. Sie sind nicht der einzige Kunde. Na gut, dann übermorgen. Kennen Sie zufällig Carlos Almendares? Das ist ein guter Freund. Außerdem kriegt er noch Geld von mir. Ich muss sagen, Sie haben ein schönes Pferd. Wenn ich Ihnen einen Rat geben soll, sehen Sie in den Saloon rein. So viel Glück möchte ich auch haben, Carlos. Die sieben zum vierten Mal hintereinander. Das ist doch völlig unmöglich. Das ist mehr als Glück, man kann es nicht glauben. Gewonnen. Das ist reines Können, die Kraft des positiven Denkens. Also, dann wollen wir noch mal, Männer. Gibt's doch gar nicht. Schon wieder eine 7. Eine 7 nach der anderen. Zum Teufel noch mal. So viel Glück hat kein Schwein. Das ist doch nicht möglich. Ist doch nicht zu fassen. Sieht aber nicht sehr begeistert aus. Diese Männer hier sind von überall hergekommen, nur um mich zu sehen. Wie schön für Sie. Aber ich stehe nicht gern bei Frauen an. Ich mache jetzt Schluss und verspiele ich nach Haus und Hof. Heute Nacht werde ich von einer großen 7 träumen. Ich setze noch. Oh, die letzte Runde. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gern für dich werfen. Ich bin heute den letzten Abend hier. Ich reise ab. Ihr seht mich da nicht wieder. 7? Es tut mir leid. Es war ein Zufall. Aber wenn Sie mir gestatten, dass ich für Sie würfle, dann werden Sie mit Sicherheit gewinnen. Also? Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich aussteigen. Ich habe heute Abend jedes Spiel verloren. Bin völlig pleite. Hier. Was soll das? Setzen Sie doch Ihren Hof. Übrigens eine 7. Das darf doch nicht wahr sein! In Ordnung, Männer. Die Drinks gehen auf Carlos Rechnung, denn er hat ja heute Abend schließlich schon genug gewonnen, oder? Ja.
So, wer bekommt noch einen Drink? Bitte schön. Dann geht's hier nach drüben. So, hier noch einen doppelten Whisky. Und hier noch einen. So, Gentlemen. Hat jetzt jeder was zu trinken? Noch einen. Hey, Mister. Warum stehen Sie hier rum und trinken nicht mit uns? Weil ich nur mit meinen Freunden einen trinke. Mason, hast du diese freche Bemerkung eben gehört? Lass ihn in Ruhe, ich regel das schon. Du willst mich hier doch nicht etwa rauswerfen. Wieso denn nicht? Das macht mir Spaß! Ist ja ein netter Laden hier. Ich bring dich um, du! War das schon alles? Du machst mir keine Angst, du! Na, komm doch an. Du musst gleich was erleben. Hier, Ihre Pistole. Danke. Es war mir ein Vergnügen. Sagen Sie, hat ein so kräftiger Mann noch einen Namen? Was ändert es, wenn Sie ihn wissen? Sie haben ganz recht. Namen haben nichts zu bedeuten. Wichtig ist der Mann, der dahinter steht. Sind Sie zufällig ein Freund von Carlos? Das bin ich selbst. Aha. Wie ich hörte, sollen Sie ein sehr guter Reiter sein. Stimmt das? Ja, ich bin mit Pferden aufgewachsen. Wenn Sie wollen, können Sie gern mit mir um die Wette reiten. Wie wäre es morgen früh vor dem Salon? Ich habe eins der besten Pferde im Land und ich würde mich freuen, gegen Sie anzutreten. Ich werde vor Freude nicht in den Schlaf finden. Ach ja, das sollten Sie aber, denn ich will nichts weiter als gewinnen. Ich bin sicher, dass Sie morgen noch eine Menge von mir lernen können. Am schönsten finde ich bei diesem Spiel das Gefühl des Sieges. Es ist jedes Mal erhebend. Das geht mir auch so. Ich bin wirklich froh, dass du endlich gepackt hast, Jane. Montana ist nämlich ziemlich genau. Außerdem hat der Gute schon eine Menge für dich bezahlt.
Das weiß ich, Carlos. Kannst du dir vorstellen, dass ich mich wirklich auf das Rennen morgen früh freue? Ich werde diesen Angeber in den Boden stampfen. Also, bis dann. Guten Abend, Madame. Hätten Sie nicht die Treppe nehmen können? Ich wollte nun mal keinen Ärger machen. Wenn Sie keinen Ärger machen wollen, dann frage ich mich, was Sie überhaupt hier suchen. Was wollen Sie? Können Sie mir das verraten? Ich glaube, ich kann Ihnen vertrauen. Sie irren sich. Frauen meines Gewerbes kann man nie trauen. Ihre Kletterpartie hier rauf war umsonst. Und jetzt verschwinden Sie. Sie wissen doch gar nicht, was ich möchte. Es wäre besser, Sie ließen mich in Ruhe. Langsam finde ich es bei Ihnen ganz angenehm. Oh nein, Sie bleiben nicht hier. Sie wollten doch keinen Ärger machen. Wollen Sie mich etwa in die dunkle, gefährliche Nacht hinausschicken? Nein, das würde ich nicht tun. Wusste ich's doch, Sie haben ein gutes Herz. Hoffentlich habe ich das Richtige getan. Ich frage mich, was er mit Carlos im Sinn hat. Er hat nicht mal beim Würfeln gegen ihn verloren. Das ist schon eine komische Geschichte. Eigentlich ist er ja ganz attraktiv. Gute Nacht. Gute Reise, Madam. Dankeschön. Herzlichen Dank. Einen Augenblick noch, Jane. Die sind für dich. Danke dir, Carlo. Sie werden uns hier sehr fehlen, Madam. Sie mir auch, mein Freund. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Bis bald, Carlo. Adios. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Fremder. Und ich wünsche Ihnen viel Glück. Carlos versteht nicht nur viel von Frauen, sondern auch eine Menge von Pferden. Einen Teil dieser Qualitäten habe ich schon schätzen gelernt. Also, gute Reise, Jane. Und grüß mir alle. Wenn Sie mir Ihre Aufmerksamkeit schenken, dann würde ich ganz gern noch mal die Regeln für das Rennen durchgehen. Wenn die Kutsche eine bestimmte Stelle in der Ebene erreicht hat, werdet ihr einen Schuss aus meiner Winchester hören. Ihr dürft dann losreiten, das ist euer Startzeichen. Der erste Teil des Wegs geht den Postkutschentrail entlang, dann durch den Wald rechts und durch den Canyon. Ja, ja, das und dann wieder zurück in die Stadt. Wer zuerst ankommt, hat gewonnen. Ist alles klar? Dann kann's losgehen. Die Postkutsche kann losfahren. Ihr müsst euch richtig aufbauen. Hey, macht mal Platz da drüben. Okay. Seid ihr bereit? Los geht's! Ja!
Du musst schneller reiten. Er ist hinter dir. Los, vorwärts! Mal da, da kommt ja Carlo. Sieht ja so komisch aus. Was hat er denn? Meinst du, er ist verletzt? Komm mal her, dann. Irgendwas ist nicht genau. Mach doch mal vom Geldwunder. Hilft ihm doch. Oh nein! Irgendjemand hat ihn umgelegt. Ist er ganz bestimmt. Nein, er steht. Eine grauenhafte Hitze. Muss den ganzen Tag was trinken. Dann bist du bei mir an der richtigen Stelle. Whisky. Hier, Mister. Erstens will ich ein sauberes Glas haben und zweitens einen vernünftigen Whisky. Also fahren Sie was auf. Ein bisschen nach Pferdepisse. Kein Humor, was? So. Da war nichts los im Saloon. Außerdem sind immer dieselben Frauen da. Hallo. Ach, kann ich mir mal die Winchester da ansehen? Eine ausgezeichnete Waffe ist das. Was dagegen, wenn ich sie ausprobiere? Machen Sie. Macht nichts. Hat sowieso nicht geschmeckt. Ist ganz schön wenig los in Ihrem Dorf. Mein Name ist José, Senor. Sie haben völlig recht, es ist wenig los hier. Früher blühte der Handel, bis die Gesetzlosen die Stadt übernommen haben. Der Leichenbestatter hat hier am besten zu tun. Die Zeiten werden immer schlechter.
Aber ich sag euch die Wahrheit. Es ist unglaublich. Er hat mir die Whiskyflasche direkt aus der Hand geschossen. Ist Montana in der Nähe? Ja, Signor, das ist er. Montana hat die Stadt nach seinem Namen benannt. Nein, lass mich. Ich muss jetzt darüber reden. Ich habe es satt, immer nur in Angst zu leben. Sie können es ja nicht wissen, Fremder. Aber vor einem Monat ist der Sheriff ermordet worden. Und seitdem herrscht Montana hier wie ein Wilder. Wie viel wollen Sie für das Gewehr haben? Sie kriegen es für $10. Sagen Sie mir eins. Glaubt mir doch, so gut wie der schießt keiner hier im Ort. Das ist ja ganz toll. Hier doch keiner eine Platte. Ja, genau. Aber dieser Kerl hat sie mir sogar aus der Hand geschossen. Um welche Zeit kommt die Kutsche hier an? In ungefähr einer Stunde. Da soll eine Frau drin sitzen, die extra für Montana kommt. Und man sagt, dass es eine wunderhübsche Blondine sein soll. Ich glaube, das ist der neue Sheriff. Ja, höchstens für einen Monat. Der neue Sheriff ist angekommen. Der neue Sheriff ist angekommen. Was, der neue Sheriff? Ah, seit wann haben wir denn wieder einen Sheriff? Gleich mal ansehen. Wir haben jemanden gebraucht, der ein paar Kugeln in den Kopf schießen lässt. Mal sehen, wie lange der neue macht. Montana dazu. Mist. Den will ich zeigen. So. Kommt! Da soll eine Lady drin sitzen! Komm, lass uns mal rübergehen! Hey, Jungs! Die Kutsche ist da! Willkommen in Neu-Montana. Nun, wie ich sehe, bist du schon vor mir da. Ja, das bin ich. Ich habe es mir auch schon bequem gemacht. Hören Sie, großer Sheriff, wie lange hast du eigentlich vor, in dieser Stadt zu bleiben?
Sicher länger als deine Freunde. Können Sie nicht etwas höflicher mit der Dame reden, Sheriff? Ich gebe dir genau 10 Minuten, um die Stadt zu verlassen. Und wenn du deinen Freund Montana siehst, dann sag ihm einen schönen Gruß von mir und dass ich hier in der Stadt auf ihn warte. Du drückst doch nicht an. Hier, nehmen Sie das. Na los, geh schon. Gehörst du rein? Hey. Es tut mir leid. Verrate mir mal eins, großer Sheriff. Was wirst du Montana erzählen, wenn er herkommt, um mich abzuholen? Tja. Das wird so ähnlich wie mit Carlos laufen. Ach so, wenn wir schon über Carlos reden und du noch am Leben bist, dann heißt das, dass du entweder verloren hast oder dass du ganz einfach abgehauen bist. Ist das richtig? Ich habe das Rennen auf meine Weise entschieden. Du hast ihn getötet. Ich würde sagen, dass er direkt in die Hölle geritten ist, auf seinem Teufelspferd. Es tut mir leid, dass ich dich nicht besser beherbergen kann, aber du bist mein erster Gast. Was hast du eigentlich vor? Willst du gegen eine Armee kämpfen? Das endet immer auf dieselbe Weise und die ist nicht angenehm für dich. Du weißt nicht, wovon du redest, Jane. Ich scheine ungeheuer wichtig für dich zu sein, Jeff. Wo soll ich die Truhe von der Madame hinstellen? Lassen Sie sie hier. Okay. Hier ist der Rest. Bis gut. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Sheriff. Danke. Etwas bequem? Es interessiert mich nicht. Es ist mir egal, was du gegen Montana hast. Ich will nur hier raus. Das ödet mich an. Ich würde nicht so ungeduldig sein. Du kommst raus, wenn Montana tot ist. Du wirst ihn nicht töten. Da müssen bessere kommen. Wie heißt du mit Nachnamen? Carter, Jeff Carter. Carter? Ah. Ich habe von dieser Geschichte gehört. Carlos hat auch dazu gehört, nicht wahr? Und Colton auch. Und Clift, Montana und Jerome.
Liebst du Montana? Das ist doch besser so. Das ist doch nur ein Angeber. Ich sage euch, unser Sheriff ist ein Angeber. Was uns fehlt, ist einer, der richtig durchgreift. Der mit den Banditen fertig wird, der sie entweder einlocht oder auf den Friedhof bringt. Und nicht einer, der sich mit Frauen rumtreibt. Hey, doch mal, wenn sie denn von den Banditen? Aufhängen sollte man sie! Wo ist denn der Sheriff? Das ist doch wieder ein Mexikaner. Einer von den Banditen. Natürlich. Wer ist denn der Sheriff? Jerome, du freust dich ja gar nicht, mich wiederzusehen. Senor Jeff, was machen Sie denn hier? Ich habe nichts getan. Das waren die anderen. Ich war nicht daran beteiligt, wirklich nicht. Ich habe dich nicht beschuldigt. Stimmt irgendetwas nicht? Wovor hast du denn Angst? Immerhin warst du es doch, der den Leichnam meiner Schwester zugedeckt hat. Nein, das war ich nicht, Senor. Ich schwöre es Ihnen, die waren zu viert. Ja, das stimmt. Sie waren zu viert und du bist der fünfte Mann gewesen. So war es doch. Ich war es wirklich nicht. Ich wollte nicht, dass Sie ihr wehtun. Signora Deborah hat nicht gelitten. Gut. Du hast Mitleid für sie empfunden. Das empfinde ich auch für dich. Deshalb werde ich dir jetzt Zeit geben für dein letztes Gebet. Yeah.
Bleib stehen. Ich wette, dass ich nur eine Kugel für dich brauche. Los, geh auf die Knie und sprich dein letztes Gebet, aber ein bisschen schnell.